Willkommen zur Freitagsaufgabe des deutschen Programms von TBS Working. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend hören Sie eine Wiederholung der Sondersendung zum Neujahr 2017. Stand-up, Gegensatz und Harmonie in einem lautet der Titel. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Neuen Corona-Infektionsfällen in Seoul und Umgebung gemeldet. Zentren für Krankheitskontrolle wollen Genehmigungen für den Sport von Remdesivir zu Corona beantragen. Präsident Schröder ruft Parteien für Überwindung von Corona-Krise zur Zusammenarbeit an. Als Folge der Clusterinfektion beim Versandhändler Kupang hat die tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea den zweiten Tag in Folge die Marke von 50 überschritten. Alle 58 Neuinfektionen sind Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention in Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi gemeldet worden. Die Zahl 50 galt für die Regierung als Kriterium für die Lockerung der Maßnahmen für die soziale Distanz. Die Gesamtinfektionszahl stieg somit auf 11.402. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Seuche liegt unverändert bei 269.